Eigentlich absurd, unser Bedürfnis nach Ruhe. Findest du nicht? Komm, Schatz, fang nicht wieder an. Guck einfach nicht raus. Ich wollte aber was sehen. Du weißt doch, dass es nichts zu sehen gibt. Ich kaufe mir noch ein Fernglas. Du wirst es erleben. Ich möchte dahinter kommen, wie die anderen das machen. Du auch? Ich habe. Brombeere mit Kirsche vermutlich. Johannisbeere mit Birne. Also, dann auf unseren Urlaub. Habe ich dir erzählt, dass mein Experiment gelungen ist? Meine Berechnungen stimmten haargenau. Das freut mich für dich. Eine Einsparung von jährlich 1 Million. Oh, die müssten wir haben. Schöne Grüße von Paul. Oh, danke. Er hat die amerikanischen Ingenieure nach Dresden begleitet und kam völlig verwirrt zurück. Sie hatten auf den Besuch der Sixtinischen Madonna verzichtet. Nicht, doch sie ignorierten den Zwinger? So ist es. Und auch die Oper. Was denn dann? Sie wollten einen zwitschern, sich unterhalten. Oh Gott, wenn das einreißt. Ach, leg doch bitte deinen Krempel beiseite, Ellen. Du hast ja recht. Sibylle, dieses Luder hat bloß wieder die Arbeit geschmissen. Ich muss morgen noch telefonieren. Wer ist Sibylle? Oh, Robert, ich habe dir den Fall 3-mal erklärt. Okay, 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 lass mich raten. Sibylle war die Person. Ja, war die Person mit dem häufig wechselnden Geschlechtsverkehr, stimmt's? Das war Birgit. Ah, wo ist so? Ich habe noch was für dich. Ich hol's mal. Ein Bild? Oh, sind die süß? 20 Mark sind doch nicht zu viel. Die Dame ist noch tadellos. Schau mal, die Grübchen bei ihr. Hm? Und er? Jackett beiseite, damit doch ja die Uhrkette zur Geltung kommt. Danke schön. Ach, die sehen wieder viel älter aus als wir heute. Ach, sie verbargen ihr Alter nur nicht. Tun wir es? Aber sicher, nach Möglichkeit. Komm, wir geben ihnen einen schönen Platz. Nicht über die Streitsüchtigen, nein. Nein, weiter nach rechts. Ja, da. Da ist gut. Da fühlen sie sich bestimmt wohl. Soll ich mal halten? Ja, du bist der Platzanweiser. Hoffentlich wacht Niki nicht auf. Er schläft fest wie immer, wenn er aufgeregt ist. Also langsam habe ich dich im Verdacht, pervers zu sein. Wieso das? Du brauchst Zuschauer. Ohne sie könntest du gar nicht mehr. Mir dagegen wird es immer peinlicher. Sie erzählen doch nichts weiter. Kein Sterbenswörtchen. Und was machen wir, wenn die Zimmer wieder so dicht beieinander liegen wie beim letzten Mal? Dazu haben wir das Radio mit. Wir werden es andrehen und uns ein wenig disziplinieren. Ach so. Entsinnst du dich an Vera und Alf? Er keuchte wie ein Marathonläufer und sie ermahnte ihn ständig im Interesse seiner Gesundheit, um Himmels Willen eine kleine Pause einzulegen. Es war scheußlich. Nö, ich fand es ungemein animierend, um uns war immer was los. Du bestätigst mir meinen Verdacht. Nun sind wir erstmal müde. Ja, jetzt sind wir beide müde. Vergiss nicht, uns morgen früh bei deinen Eltern abzumelden. Du weißt, sie warten darauf, sich Sorgen machen zu können.
Kannst du nicht anrufen, du machst es viel diplomatischer. Sie bestehen ja doch auf deiner Stimme, um zu hören, dass du doch wirklich wohlauf bist. Alles gut, ich rufe an. Erinnerst du mich, dass ich noch ein paar Bücher einpacke? Gut, gut. Robert? Robert? Hm? Warum fahren wir nie allein weg? Entweder mit deinen Eltern oder Rosa und Peter, mit Vera und Alf. Du sagst doch, es animiert dich. Hast du Angst? Wovor? Vor uns allein? Eine so idiotische Frage, wie nur du sie stellen kannst. Bitte. Wir wollten müde sein. Schön. Jetzt schlafen wir. Steig um, beschäftige den Jungen. Komm, mach schon. Niki, pass auf, wir lösen ein Rätsel. Du darfst mich aber nicht ansehen, sonst weißt du gleich, was ich meine. Was sagt die eine Wand zur anderen? Wir treffen uns an der Ecke, das hast du mir schon so oft vorgelesen. Gut, ein anderes. Es ist weiß wie Schnee, grün wie Klee und... Das weiß ich auch, die Kirche. Es ist weiß und rund wie ein Ball und leicht wie eine Feder und steht auf einem langen, dünnen Ball. Es versteckt sich im langen Fuß. Alles in Ordnung. Er hat nichts gemerkt, er läuft ganz normal. Warum sagst du nichts? Du hast auch gesehen, dass es ein grüner Lader war mit dem scheußlich gelben Kissen von Vera. Es gibt viele grüne Laders mit gelben Kissen. Ich habe das Kennzeichen gesehen. Es war verbeult. Nimm dich zusammen, Ellen. Wenn du willst, fahre ich zurück. Nein, bitte lass mich nicht allein. Bitte bleib. Nimm dich zusammen, Ellen. In einer halben Stunde müssen wir am Treffpunkt sein. Wozu? Weil wir nicht sicher sind. Wir wissen nichts. Wir wissen überhaupt nichts.
Eine Adresse, wo die Schlüssel abzuholen sind. Es muss ganz in der Nähe sein. Ich bin gleich zurück. Beeil dich bitte. Mutti, bleiben wir alleine? Nein, wieso? Komm. Mutti, mein Bein tut mir wieder weh. Das ist nicht wahr, Niki. Das ist einfach nicht wahr. Doch ist es wahr. Du kommst jetzt her. Komm. Entschuldigung, sind Sie Karl? Warum? Ich komme wegen der Schlüssel. Aber ja, so, jetzt sind die Vögel müde und setzen sich auf die Bäume, um auszuruhen. Wollen Sie nicht eintreten? Eigentlich habe ich es eilig. Meine Frau wartet und die Fahrt war sehr anstrengend. Das sind die Schlüssel. Und ein Telegramm. Ich habe es gelesen, weil es an mich adressiert war. Obwohl es offensichtlich für Sie bestimmt ist. Ich betreue nämlich das Grundstück so nebenbei. Sehr schlimm für Sie? Sie sehen aus, als ob Sie plötzlich in der Luft hängen. Wenn Sie Hilfe brauchen, ich stehe zur Verfügung. Ich tue es gern. Danke. Leben Sie alleine? Ja. Sie kennen Ihr Domizil noch nicht? Nein, ich bin das erste Mal hier. Es gehörte einem Architekten. An dem Ding hat er mal seinem Talent freien Lauf lassen können. Er ist dann leider einem Infarkt erlegen. Ehe er die Schönheit seines Werkes genießen konnte. Oder sie kann hier in aller Ruhe zu Tode langweilen. Wie das manchmal so geht. Ich sage immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Haus hat übrigens einen Nachteil. Deshalb fahren manche vorzeitig ab. Es hat keinen Fernseher. Haben Sie Kinder? Ja, einen Sohn. Falls Sie mal allein sein wollen, schicken Sie ihn zu mir. Bei mir sind immer Kinder. Früher hielt ich sie alle für kleine Verbrecher. Heute ist es eher umgekehrt. Vielen Dank für Ihr Angebot. Aber wir sind sonst so wenig zusammen, dass wir den Urlaub nutzen möchten. Sicher. Trotzdem soll er herkommen, wenn es soweit ist. Ja. Das heißt, wie meinen Sie das? Wie ich es sage. Sie werden es merken. Ich habe übrigens die Heizung in Gang gesetzt. Und rufen Sie mich getrost. Wenn Sie mit irgendetwas nicht klarkommen. Vielen Dank für Ihre Fürsorge. Das ist schon gut. Futter! Futter! Das muss ein Irrtum sein.
das fürchte ich auch. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen kann oder ob ich Angst haben soll. Der Preis kann unmöglich stimmen. Peter ist doch nicht dämlich. Als Monteur dreht er jeden Pfennig um. Komm, lass uns weiter gucken. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Du, sag doch was. Umwerfen, tatsächlich. Wenn ich das alles hier sehe, frage ich mich, was wir eigentlich mit unserer Zeit und unserem Geld angefangen haben. Gearbeitet haben wir. Und nicht hochgesehen. Lass uns das jetzt genießen. Bitte, freu dich mir zuliebe. Deine Bescheidenheit war schon immer eine deiner bestechendsten Tugenden. Also gut, ich freue mich. Und die anderen? Schlafen unten. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Schlafen, schlafen, nochmal schlafen. Wo schlaf ich? Ach ja, natürlich. Das ist das Wichtigste von mir. Sie waren es nicht. Bestimmt waren Sie es nicht. Wir warten ab und machen uns nicht verrückt. Alf ist ein glänzender Fahrer. Und Vera übervorsichtig. So ist es. Weißt du, wir sind nervlich einfach ein bisschen am Ende. Und sehen Gespenster. Ach, endlich wirst du vernünftig. Wir kriegen uns schon in den Griff. Die Hauptsache, wir haben uns und lieben uns. Oh, ja. Hör auf. Du machst mich ganz wurschtig. Was sagt ihr? Wir wären Gefangene? Eher sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen. Und er hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimenter an. Da fuhren sie auseinander und in die blaue Luft und über alle Berge weg. Als das der König erfuhr, sprach er, lass die Kerle ziehen, die haben etwas an sich. Und so brachten sie ihren Reichtum sicher heim und lebten vergnügt bis zu ihrem Ende. Ich werde Niki ins Bett bringen. Das mache ich. Du kannst inzwischen abräumen. Ich habe noch mal nachgeheizt. Vielleicht halten wir das vorher über Nacht. Das wird gut sein. Schläft Niki? Ich hoffe.
Er hatte Angst, dass die Blätter abfallen könnten. Habe ich dir gesagt, dass er wieder mit seinen Beinen anfing? Ich geh nicht drauf ein. Er versucht es einfach. Peter und Rosa kommen nicht. Wieso das? Woher weißt du das? Sie haben ein Telegramm an den Alten geschickt, der die Schlüssel hatte. Peter musste kurzfristig eine Vertretung übernehmen. Verstehst du das? Was gibt es da zu verstehen? In seinem Beruf ist das normal. Ob die uns schneiden wollen? Ach, wie kommst du auf diesen Unsinn? Ich weiß nicht, das könnte doch sein. Deine Spekulation. Dann bleiben nur wir? War das nicht immer dein Wunsch? Ist das komisch? Die Stille hier erscheint mir wie Lärm. Ist die Umstellung. Ist gemütlich, wenn du mal eine Zigarre rauchst. Ich kann mich irren, aber ich habe den Eindruck, du kommst mit dem Alleinsein doch nicht zur Rande. Ich? Mhm. Überhaupt nicht. Wie kommst du plötzlich darauf, dass ich nicht zur Rande käme? Stimmt überhaupt nicht. Dann ist ja gut. Denn so wolltest du es doch immer. Endlich mal alleine. So. Oh ja, natürlich. Warum bohrst du? Ja, ich wollte es so. Ein mir unbegreifliches Bedürfnis, aber bitteschön. Wieso unbegreiflich? Wir haben so viel miteinander zu bereden. Ah ja, was denn? Was? Alles, was uns in der Stadt durch die Finger rutscht, wozu wir keine Zeit finden. Was aber wichtig ist, wann kommen wir schon zu ausführlichen Gesprächen? Gott sei Dank. Wie meinst du das? Ja, es ist Liebling, es hört sich an, als hättest du eine Beichte abzulegen. Oh, ich rede weder von Beichten noch von Geständnissen. Du, meinetwegen brauchst du dir keine Hemmungen aufzulegen. Lass mich doch ausreden. Mit zunehmendem Alter wird es komplizierter, wenn einem Fremde unentwegt ihre Tränensäcke vor der Tür abladen. Völlig verständlich, ein Scheißberuf, ehrlich. Du hörst mir einfach nicht zu, so ist das immer. Du hörst mir nicht zu und lässt mich nicht zu Wort kommen. Ich rede von uns und vom Reden über uns. Wir reden doch, wir quatschen doch pausenlos. Jeder hat längst die Mobilmachung ausgerufen. Wir haben Stellung bezogen und warten darauf, wer den ersten Schuss abgibt, um das große Geschrei ausbrechen zu können. Deine Arroganz ist die ist unerträglich. Ich wollte lediglich sagen, dass wir uns die Zeit vielleicht nehmen sollten, um uns über einiges klar zu werden. Worüber? Allgemein und überhaupt. Das Allgemeine lässt das Nächstliegende im außer Acht. Was wäre denn das Nächstliegende? Glaubst du ernsthaft, das Reden bringt uns näher? Ist es nicht viel eher das Schweigen? Ich begreife deinen saublöden Eifer nicht, uns beide ausgerechnet im Urlaub um jeden Preis auf die Tagesordnung setzen zu wollen. Und sonst haben wir denn Zeit füreinander? Wir leben miteinander. Nebeneinander, Schatz, nebeneinander. Mal zu. Es ist dieses uralte Spiel. Wir ziehen uns mit Worten aus, dann ziehen wir uns mit anderen Worten schnell wieder an, weil uns das Nacktsein nicht unbedingt schöner oder verführerischer macht. Wir schicken unsere Neugier in eine völlig falsche Richtung und lassen sie das in uns entdecken, was besser verborgen geblieben wäre. Ich sehe darin einen erschreckenden Mangel an Respekt. Verrückterweise erinnern mich Urlaube mit dir an meine Schulzeit. Da hasste ich jene Ausflugstage wie die Pest, deren banale Erlebnisse mit den schon vorher angekündigten Aufsätzen restlos verkorkst wurden. In Erinnerung behalten habe ich die Mühsal, mir einen Vorrat an Erwünschtem anzulegen, mit dem ich den Erwartungen der Pauker entsprechen konnte. In dem, was ich dann schrieb, existierte ich aber nicht mehr. Weißt du, was mit uns los ist? Wir meinen nicht das, was wir sagen. Nein. Das meinen wir gar nicht. Wie die Katzen schleichen wir um den heißen Brei und kotzen uns doch so an mit unserer miesen und kleinen Furcht vor der Gewissheit. Welche Gewissheit? Mein Gott, Robert. Mein Gott, Robert, das weißt du doch ganz genau. Wir beide werden im Stillen verrückt bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch Alfs Wagen war. Wollte ich zurückfahren oder nicht?
Aber ja, ich will dir doch auch keinen Vorwurf machen. Es betrifft uns beide. Verstehst du nicht? Wir haben uns verbarrikadiert und spielen Blindekuh und trösten uns gegenseitig mit Lügen. Was nicht erwähnt wird, existiert auch nicht. Uns zuliebe tun wir das. So denken wir und glauben sogar daran. Denn wir haben ein paar freie Tage, lächerlich wenig freie Tage für unseren zermürbten Zustand. Und wir sind voll von Kummer und Sorgen und Müdigkeit und Lufthunger und Sehnsucht nach Ruhe. Warum verunglückt ihr nicht, wenn wir im Dienst sind? Da sind wir hart im Nehmen. Warum verunglückt ihr ausgerechnet dann, wenn wir schwach sind? Weil wir leben und uns lieben und lachen wollen. Und aus Scham, unsere besten Freunde damit erbärmlich im Stich zu lassen, beginnen wir uns zu hassen. Wir schlagen aufeinander los. Und nur mit größter Mühe verbergen wir den Ekel vor unserer Feigheit. Das ist mit uns. Merkst du es nicht? Zur richtigen Zeit, mit den richtigen Worten, hast du dich wieder mal zum moralischen Sieger erklärt. Dabei habe ich nur dir zuliebe geschwiegen. Robert, auf diese Weise werden wir uns eines Tages für immer verlieren. Fühlst du dich gut genug, allein zu bleiben? Vielleicht findest du irgendwo ein Telefon. Die Polizei muss ja die Namen haben. Ich nehme ein Bad und werde auf dich warten. Ich hole deine Jacke. Es stimmt ja alles, was du sagst, aber es stimmt eben nur zur Hälfte. Die fehlende Hälfte ist es, die so schmerzt. Lass uns den Streit vergessen. Ich wünschte, du wärst zurück und alles wäre in Ordnung. Wir könnten im Bett liegen und uns festhalten und in aller Ruhe schlafen. Ich werde mich beeilen. Nein, bitte nimm dir Zeit. Wie spät ist es? Zieh sie auf. Es ist 8:30. Hier habe ich kein Zeitgefühl, ob die Fähre noch geht. Ich will sehen. Fahr vorsichtig, bitte. Fahr ganz vorsichtig.
Ich muss Ihre Befürchtung leider bestätigen. Allerdings besteht keine Lebensgefahr. Wollen Sie mit dem Krankenhaus telefonieren oder hinfahren? Ja, telefonieren wäre gut. Aber ich könnte auch hinfahren. Gab es Tote? Ja, ein Radfahrer. Er wurde von einem anderen Wagen erfasst. Ihr Freund war schuldlos. Könnten Sie mir den Weg zeigen? Selbstverständlich. Kommen Sie. Sie stören wirklich nicht. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Kann ich Ihnen was anbieten? Cognac vielleicht? Aber nur einen ganz kleinen. Mhm. Ich bin eben aus dem Bad. Stören Sie sich nicht an meinem Aufzug. Aber im Gegenteil. Gefällt es Ihnen hier? Aber wir waren perplex. Er suchte immer nach Farben, die beruhigen. Seine Familie wollte nach seinem Tode nichts mehr mit dem Haus zu tun haben. Seltsam. Sie sind eine wirklich schöne Frau. Ich? Also... ich weiß nicht wirklich, finden Sie das? Ich bin ganz verlegen. Komplimente muss man gelassen hinnehmen. Ich bin sie nicht mehr gewöhnt. Trotzdem. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite in der Jugendhilfe. Das macht Sie mir sympathisch. Ihr Mann ist noch einmal weggefahren? Ja, wir erwarten Freunde, aber es liegt keine Nachricht vor. Und das beunruhigt Sie? Ja, sehr. Das heißt, in gewissem Sinne schon. Sie mögen es, in Gesellschaft zu sein. Ja, mein Mann hat gern Freunde. Je mehr, desto lieber. Er meint, es wird nicht so langweilig. Ist es so? Vielleicht ist es so. Es ist selten, dass jemand zu dieser Jahreszeit Urlaub macht. Meistens sind es ältere Leute, für die es während der Saison keine Plätze gibt. Sicher. Obschon, ich liebe diese Jahreszeit. Aber dieses Jahr hatten wir irgendwie Pech. Unser Sohn bekam einen Rückschlag. Was fehlt ihm denn? Ach, das ist eine vertrackte Geschichte. Als kleines Kind hatte er ganz normal laufen gelernt. Und von einem Tag zum anderen konnte er nicht mehr laufen. Irgendein Schock. Wir sind nie dahinter gekommen. Über ein Jahr brachte er in so einem schrecklichen Krankenstuhl zu. Wir wechselten von einem Arzt zum anderen. Und so plötzlich, wie es gekommen war, verlor er sich wieder. Er lief wie alle anderen. Bis voriges Jahr, da war er bei meinen Schwiegereltern auf dem Lande. Und sie erzählten ihm furchtbar ausführlich von seiner schrecklichen Krankheit, um ihm das Glück von heute vor Augen zu führen, nämlich gesund zu sein. Und seitdem passiert es immer öfter, dass er vorgibt, Schmerzen zu haben und nicht mehr laufen zu können. Ich meine, warum belasten Sie ihn mit dem, wofür er nicht kann? Und ich komme nicht dahinter, ob er wirklich leidet oder ob er sich das Leiden einredet. Häufig benutzt er das Wort Krüppel, ohne zu wissen, was es bedeutet. Es ist wie ein Vorwurf. Am schlimmsten scheint mir mein Mangel an Geduld. Man lebt mit einer Hast. Ich kann aber nicht sagen, was einen dazu treibt. Auf alles, was hemmt oder auffällt, richtet sich unser Zorn. Wie wenn man inmitten einer von Panik erfassten Menge mitrennt, wer Halt machen will oder kehrt, wird erdrückt. Das reicht bis in die vier Wände. Und dabei sind wir sonst eine glückliche Familie, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Na gut, ich soll zu analytisch sein, das finde ich gar nicht mal. Ich meine, man hat ja Fragen. Ich überfalle Sie förmlich. Entschuldigen Sie bitte. Ist Ihnen nicht gut? Ist Ihnen nicht gut? Sagen Sie doch etwas.
passiert Ihnen denn? Geht's Ihnen besser? Was ist? Sie haben nicht mehr geantwortet. Möchten Sie einen Schluck Wasser? Nein, nein, es geht so. Es ist der Kopf. Ich bin machtlos. Habe ich Sie erschreckt? Ach. Ich hätte Sie warnen sollen. Es ist alles gut. Wovon sprachen wir? Von meinem Sohn. Ach ja, das Laufen. Das ist wohl auch der Grund. Soll ich das Fenster wieder schließen? Ja. Mit 7 habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie es kommt, dass ich atme. Mir wollte die unbewusste Automatik nicht einleuchten. Von diesem Augenblick an lebte ich in der Furcht, das Atmen zu vergessen und zu ersticken. Je mehr ich mich unter Kontrolle hielt, umso schlimmer wurde es. Vielleicht habe ich zu diesem Zeitpunkt angefangen zu denken. Die Mediziner sprechen von Verkalkung. Das klingt so abwertend. Ich sage, im Laufe eines Lebens muss einfach zu viel in einen Schädel rein. Glaub mir das. Und an irgendeinem Punkt macht er dann die Türen zu, um ein ruhiges Einschlafen zu ermöglichen. Kann man das Verkalkung nennen? Oder ist es Notwehr? Sie haben nicht Angst, allein zu sein. Wird es sonst noch bleiben? Nein, das heißt, ich meine, Sie können bleiben, aber ich habe keine Angst. Na ja, dann lassen wir es. Soll ich Sie ein Stück bringen? Danke, das ist nicht nötig. Wenn es wiederkommt, bleibe ich einfach stehen. Ich falle nicht um. Ich bin noch nie umgefallen, glaub mir das. Wirklich nicht. Schläfst du nicht? Alf, sag mal, was soll denn das? April, April. Du musst mich jetzt fragen, wie mir es geht. Deine Kräuterschnauze scheint gern gesund. Warst du schon bei Vera? Ja. Und? Sie hat Glück gehabt. Ein paar Schnittwunden und Prellungen. Ehrlich? Ach, ich kenne doch deine Nehmerqualitäten. Wie ist denn das passiert? Du kannst fahren wie ein Engel. Irgendwann kreuzt so eine Wildsau deinen Weg und reitet dich in die Scheiße. Hast du davon erfahren? Wir kamen an der Stelle vorbei, als sie aufräumten und sahen deinen Wagen. Wir waren zu Tode erschrocken. Brauchst du irgendwas? Sind Wege zu erledigen? Was soll ich denn jetzt brauchen? Und ausgerechnet in diesem Jahr hatte ich mir so eine richtige schöne Gemeinheit vorgenommen. Was denn? In diesem Jahr wollte ich endlich mal deine Ellenvögel, während ihr eure behämmerten Gesundheitsmärsche unternehmt. Ich hatte mir alles bis ins Kleinste zurechtgelegt. Mich ungeheuer in Form gebracht. Sieh mal einer an. Du willst doch nicht behaupten, dass du sie verwöhnst. Gib mir mal einen Schluck Tee. Jetzt kannst du sehr beruhigt sein. Was sagt ihr denn zu dem Haus? Ja, Mann, Alter. Wir haben die Reprivatisierung verschlafen. Hm. Unsere Beziehung zu Besitz war immer gleich null. Belassen wir es dabei. Und sind noch stolz drauf, ich weiß. Ein schwacher Trost war die Tatsache, dass für uns alle Züge raus sind. Alf,
muss jetzt gehen, aber ich komme wieder. Bring Ellen mit. Bloß mal angucken. Übrigens, der Tag hier soll mit dem Gebet beginnen. Weißt du eins? Ich bin klein, mein Herz ist rein. Du kannst auch bloß lügen. Peter und Rosa kommen nicht. Oh je, mein Beileid. Ellen freut sich. Auch das noch. Das hat Alf gesagt. Hat er. Und ich zweifle keine Sekunde, dass es ihm verdammt ernst war. Guck einer an. Alf und ich. Hättest du es mit ihm getrieben? Ich weiß nicht. Vielleicht. Warum nicht? Wirklich? Würde es dich stören? Was ist? Du sollst stilllegen. Ich möchte dich verwöhnen. So wolltest du es doch immer. Du fällst mit der Tür ins Haus. Ach, du sagst immer, ich rede zu viel. Jetzt sage ich nichts mehr. Und wir haben Zeit, Robert. Niemand kann kommen und uns stören. So lange Zeit, bis wir umfallen und überlegen, worüber wir uns als nächstes streiten können. Sie mich nicht erkennen oder erkennen Sie mich tatsächlich nicht mehr? Ich weiß nicht. Ich meine nicht die Fähre vorgestern. Es ist länger her. Ich bin der Bruder von Harry Berg. Tut mir leid, ich habe ein miserables Namensgedächtnis. Bei Ihrem Beruf? Gerade, es sind so viele. Vielleicht behalten Sie Fälle leichter. Vor 6 Jahren nahm sich Mutter das Leben. Sie kam nicht über den Tod von Vater weg und hängte sich auf, Harry fand sie. Er war 15. Von da an schlug er alles zusammen, was ihm unter die Finger geriet. Ich entsinne mich, ich bat sie, Harry zu sich zu nehmen. So ist es. Mit 18 kriegt er Berlin-Verbot aufgebrummt. Allein wäre er vor die Hunde gegangen, also zog ich mit. Was macht denn Harry heute? Er malert. Geht's ihm gut? Ich glaube, Sie waren die einzige Frau, die er mochte.
Ihr Mann? Ja. Ich möchte, dass Sie Harry wiedersehen. Hier, unsere Adresse. Anstelle von Karten. Woran denkst du? An nichts. Ich versuche, die von dir erträumte Stille zu genießen. Soll ich eine Platte auflegen? Nein. Ich frage mich, was die Leute früher gemacht haben. Kinder, viele Kinder, eins nach dem anderen. Und zwischendurch haben sie vor dem Haus gesessen und auf die Straße und über die Felder gesehen. Und waren zufrieden. Nur zufrieden? Warum nicht glücklich? Bitte, Robert, fang mich wieder an. Entschuldige, ich frage mich lediglich, warum du nicht auf deinem Lieblingswort Glück bestehst. Ja, sicher hatten sie auch ihre Probleme, das bestreite ich ja gar nicht. Was für welche? Greifbare, nämlich existenzielle, verstehst du? Nicht nur dieses verquaste Unbehagen aus einer relativ sicheren Geborgenheit heraus. Irgendwas machen wir falsch. Sicher. Wir machen alle Fehler. Aber wir erkennen sie nicht. Na und? Irgendwann werden wir sie schon erkennen. Warum etwas erzwingen wollen, was von alleine kommt? Dann ist es vielleicht zu spät. Weißt du was? Du verfährst mit uns wie ein Autonarr mit seiner Maschine. Unentwegt frisiert er den Motor und übersieht bei allem Eifer die Grenzen seiner Belastbarkeit. Eines Tages fliegt ihm das Ding um die Ohren. Selten dämlicher Vergleich. Das bedeutet ja Stillstand jeder Entwicklung. Wir belassen die Dinge dem Selbstlauf. Damit sehe ich in meinem Beruf ganz schön alt aus. Oh, bitte. Privat können wir uns ja mit dem Stand der Dinge abfinden. Herzlich gern. Dieses ewige Herumpopeln in unserem Innenleben ödet kolossal an. Wir akzeptieren ja eh nur das, was auch unseren Vorstellungen entspricht. Übrigens sehe ich gar nicht ein, warum immer ich den Befragten spielen soll. Robert, du drückst dich um die Wahrheit herum. Mein Gott, dieses Dramatisieren! Wenn schon, dann geht es nicht um Wahrheiten, allenfalls um Tatsachen. Einfache und nackte Tatsachen, von denen ich nicht einmal ahne, ob sie auch nur in die Nähe von Wahrheit gelangen. Dann rede über sie. Wozu? Wie soll ich dir helfen, wenn du nur andeutest? Helfen, du mir. Deine große und unendliche Güte senkt sich auf den Misthaufen, Robert, und verwandelt ihn durch liebevolle Wärme nochmal in fruchtbaren Mutterboden. Zu spät. Während du mit der Zähigkeit einer sentimentalen Jungfrau auf den großen Vorhang wartest, der endlich vor der ganz großen Erfüllung hochgehen müsste, schlage ich mich mit einer Niederlage nach der anderen herum. Es gibt keine gelungenen Experimente mehr, es gibt sie schon lange nicht mehr. Falls du es noch genauer wissen willst, meine Erfolge schrumpfen wie mein Ansehen. An die Stelle der vielgerühmten Kühnheit meiner Gedanken reiht sich Vergesslichkeit an Vergesslichkeit. Aber dafür mehren sich die Zweifel. Ich misstraue vor allem mir und scheue vor dem kleinsten Risiko zurück. Lieber gar keine Bewegung als eine falsche. Ich spüre mein Alter. Versuche verbissen, mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Denn hinter mir schieben und drängen die Jungen mit ihrem ungetrübten oder geheuchelten Optimismus. Ihre Karrieregeilheit macht mich fassungslos. Aber irgendjemand muss ihnen ja diesen Floh zurückgesetzt haben. Warum nicht ich? Vielleicht eifern sie mir nur nach. Das große Rennen nach den maximalsten Resultaten hat mich zermürbt. Je größer mein Bemühen ist, den in mich gesetzten Erwartungen gerecht zu werden, desto mehr verliere ich mich aus den Augen. Müsste ich mich heute beschreiben, würde ich mich auf 3 Fragezeichen beschränken. Es war also alles andere als ein Mann, der in letzter Zeit nach Hause kam. Es war der personifizierte Zweifel. Und da er draußen nicht mehr mit der Faust auf den Tisch schaute, hielt er anständigerweise auch in seiner heimischen Höhle die Schnauze.
Damit wechselte er von einer Fremde in die andere. Alles fraß er in sich rein, wies seine Schokoladenseite vor und spielte mit letzter Kraft die ihm zugeteilte Rolle. Vor nichts fürchtete er sich mehr als vor dem Tag, da sein Versagen ruchbar werden könnte. Er fürchtete sich vor der Frau, die nach dem mütterlichen Zepter greift, um die Dinge auf ihre Weise zu regeln. Wortlos führtest du mir schon vor, dass ich auch im Bett zu einer Null geworden war. Also versuch dich an einem neutralen Ort und auf lächerliche Weise meine Potenz und mein Vermögen als Liebhaber zu testen. Ich bin ganz simpel fremdgegangen, nun weißt du's. Stelle aber bitte nicht die Frage nach der Schuld. Red nicht weiter. Es stimmt alles gar nicht. Ich kenne dich doch. Wenn du weiter redest, ich könnte dir nie mehr glauben. Es ist einfach zu banal. Das Leben ist banal. Warum sollen unsere Versuche, Lebendigkeit bescheinigt zu bekommen, anders als banal sein? Kannst du mir das sagen? Vielleicht verlangst du auch hier nach einem Melodrama. Tut mir leid. Es war ein unerhört sachlicher Vorgang. Ach, was habe ich bloß falsch gemacht? Du hättest doch ein Wort sagen können, woran es dir mangelt. Jetzt redest du nur, um alles zu zerschlagen. Du hast nichts verstanden. Warum also immer weiter Schüsse auf uns abgeben? Wir bluten ja schon wie die Schweine. Sag doch wenigstens, dass du übertrieben hast! Ich bin fertig mit Üben. Kann ich euch jetzt was vorspielen? Aber ja. Wohin? Dahin. Da müsst ihr euch hinsetzen. Mhm. Kann ich jetzt anfangen? Ja. Wenn die Puppen hochgucken, dann müsst ihr klatschen. Guten Tag, Ellen. Guten Tag, Robert. Wo ist denn der Niki? Wollte er heute wieder nicht laufen? Er war ganz lieb und brav und hat keine Schmerzen gehabt. Hat er auch nicht geraucht? Doch, bloß eine einzige Machete. Na du? Na du, was ist denn den hier? Der ist nicht mehr darin, die politische Entspannung durch gemeinsame Anstrengungen weiter zu kommen. Mach doch mal ein Bild. Geht nicht. Oh, kein Sandmann und kein Nüft. Dafür gehst du jetzt ins Bett. Nacht. Nacht. Thank you.
Entschuldigung. Mein Bein tut mir heute wieder weh. Du musst dich nach dem Frühstück wieder hinlegen. Dann sieh mal zu, dass es aufhört. Wir wollten doch zu Onkel Karl gehen und uns seine Tiere ansehen. Hm? Wie steht's damit? Du bist nicht zufällig mit deinen Damen essen gegangen, oder? Hast dich mal beobachtet? Soll ich dir vormachen, wie du isst? Danke, sehr liebenswürdig. Ich meinte nur, wer dich nicht so kennt wie ich, könnte vielleicht den Appetit verlieren. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen aus dem Wege gehen. Wenn du meinst. Sobald du fertig bist, kommst du raus, Niki. Kann ich den Wagen haben? Ich muss einkaufen. Ich möchte mir die Tiere angucken. Erst isst du auf.
Wollten Sie Harry sehen? Ich hatte nicht die Absicht. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Ist nur ein paar Schritte um die Ecke hier. Er hat dort Training. Was denn für ein Training? Sein Hobby, von dem er annimmt, dass es auch in Ihrem Sinne ist. Also, was ist? Na schön, aber nicht länger als eine halbe Stunde. Wir fahren mit meinem Wagen. Zu unwegsam. Oberarm, erste Pose. Brust, erste Pose. Brust, zweite Pose. Rücken. Bauchmuskulatur. Eine Voransicht. Beine Rückansicht. Danke. Harry! Besuch für dich. Zeig mal deine Kür. Und komm wieder. Und Drehung. Und Drehung. Ja, sehr schön. Und Drehung. Und Drehung wieder. Ja, sehr schön. Das ist Harry. Und halt, und komm, weiter Drehung. Und weiter. Komm. Beine, Beine. Ja, sehr schön. Hat er seine Bärenkräfte nicht zufriedenstellend gebändigt? Wie finden Sie das? Und Drehung. Ja, komm, komm, dreh hier mit. Bau. Was ist mit dir passiert? Kinder. Was ist? Verrückt gewordene Kinder. Mutti, Mutti, der Opa Kader hat gesagt, er will, der wollte für uns auf beim Äpfel bei sich wachsen lassen. Jetzt wachsen keine Äpfel. Aber er hat uns versprochen, uns gesagt. Und er macht mir einen Spaß. Thank you.
Nenn mich Puma, schwarzer Tiger. Wo hast du denn dieses Monstrum von Rock her? Ui. Gewonnen! Ach, tatsächlich. Mann. Die Erwachsenen sind nicht klüger, nur größer. Wer sagt denn das? Der Opa Karl hat das gesagt. Ach so. Ja, dann machen wir mal Schluss. Sag gute Nacht und nimm das mit dir. Oder zum Wachen? Zum Ausgeglichensein vielleicht. Deine Tabletten aber auch. Mit ihnen machst du dich groß und stark, mutig, kühn, wach oder müde und setzt dich sogar gänzlich außer Gefecht. Die totale Manipulation eines Organismus. Kürzlich habe ich über derartige Zustände gelesen, man gleiche in ihnen einem Wagen, der sich im Sande festgefahren hat und versucht mit Vollgas weiterzukommen, aber die Räder wühlen sich immer tiefer. Schönes Bild, findest du nicht? Dafür genießt du dein Leiden, nicht wahr? So hat jeder seins. Mit einem Unterschied, Schatz. Laut Statistik sterben Männer eher, weil sie ihren Jammer zur geheimen Verschlusssache erklären. Bilde dir nicht ein, dass du mich noch mal zum Reden verleiten könntest. Ich habe mich genug ausgequatscht. Schon viel zu viel. Ah, zu spät. Sag mal, willst du dich betrinken? Warum nicht? Ein Glas für mich gibt es wohl nicht, ne? Aber sicher. Weiß doch, wo sie stehen. Ich warne dich jedoch. Alkohol potenziert die Tablettenwirkung. Ich würde mich an deiner Stelle gleich auf den Boden legen. Soll das die ganzen Tage so weitergehen? Was denn? Also entschuldige mal, ich habe mich schön gemacht. Für wen wohl? Siehst du noch jemand außer dir und mir? Ich nicht. Für Frauen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso nicht? Ich sie mir selber entwerfe und dir vielleicht Unrecht tue. Es könnte ja sein, dass sie ganz respektabel waren. Stramme Schenkel und dicken Hintern. Hör auf zu trinken. Hast du was übrig für stramme Schenkel und dicke Ärsche, ha? Sie stellten auf alle Fälle keine Fragen. Kannst du nicht mal die Musik etwas leiser drehen? Kenn ich sie? Nein. So viel Geschmack kannst du mir zutrauen. In der Not frisst der Teufel fliegen. Na mach, ich brauch sie zurück. Bist mit ihnen ebenso verfahren wie mit mir. Ich habe mit ihnen geschlafen. Aus, fertig, verdammt nochmal. Und es ging? Durchs Lachen, ja. Erstaunlicherweise sogar sehr gut. Und wie? Ich finde dich nicht nur kindisch, sondern auch wenig fair. Fair? Aus deinem Munde! Marschiert los! Und zieht eine Riesenposse des genialen und verstörten Ingenieurs ab. Der bei Frauen und Kind kein Verständnis findet. Merkst du nicht, wie primitiv das ist? Wenn ich mir das vorstelle, ich sitze zu Hause und warte und warte, während der in der Gegend rumvögelt und verquaste Storys zum Besten gibt.
Und war ich vielleicht noch so blöd und bin aufgestanden, um dir Abendbrot zu machen und mir deine scheiß Betriebsquerelen anzuhören? Es ist zum Verrücktwerden. Sag schon, bin ich aufgestanden? Bin ich aufgestanden? Sag's! Glaub bloß nicht, dass ich dir auch nur ein einziges Mal noch die Wahrheit sage. Du verträgst sie nämlich nicht. Du bist ein Maulheld, ein Theoretiker. Stark und weise, solange es um andere geht. So an der Wand zum Nachbarn, ein Schiedsrichter da sein. Aber wehe, wenn dich selber mal was betrifft. Dann ist alle Klugheit und Theorie im Eimer. Dann stehst du fassungslos und verlegst dich aufs Heulen, als wären Tränen ein Argument. Und noch eins. Damals habe ich sogar die Scheidung erwogen und einen Anwalt konsultiert. Das Resultat deiner Erziehung zur Ordnung, Sauberkeit, Konsequenz. Zum Glück stieß ich auf einen überlasteten Trottel, der sich darauf beschränkte, mir meine Nachteile vorzurechnen. Danach war ich nicht unbedingt mehr so scharf auf den viel gepriesenen reinen Tisch. Aber natürlich. Deine Bequemlichkeit war dir heilig. Wem sagst du das? Nenn es, wie du willst. Ich überdachte ganz simpel mein Alter und sah wenig Chancen in einem wilden Aufbruch, wie auch von euch Weibern aus falsch verstandener Emanzipation bevorzugt wird. Zumeist endet er doch hinter der Pulle und vor der Röhre. Wer bei uns seine vier Wände verliert, ist verflucht einsam. Es ist wenig los da draußen. Gehst du klingeln, dann klingelst du an Festung. Die Zugbrücken sind eingeholt. Man hat ja so seine Erfahrung. Deine Erfahrungen? Ach Gottchen. Sie waren immer schon eine leicht verderbliche Ware. Ich würde mich mal fragen, inwieweit sie Ausreden sind für deine Trägheit oder Beweis für deine verkümmerten Ansprüche. Ich will nur hoffen, deine Nutten haben wenigstens die Pille genommen, damit du dich nicht noch in Unkosten stürzen musst. Langsam wirst du einfach nur mies. Warum sollten die es besser haben als ich? Hast du auch die Pille genommen, Liebling? Nimm lieber erst die Pille, womöglich verschwitzen wir es. Dieser Zirkus. Gäbe es Tagespillen, käme ich mit 12 im Jahr aus. Einfach lächerlich. Pannenpanik. Unser Leben ja so genau geplant und eingerichtet wie die Buchhalter. Kein Risiko, kein Ausfall. Dabei haben wir nur vergessen, uns zu lieben. Wenn wir schon hin und wieder miteinander schliefen, dachte ich, da schlägt er sich nun so wacker und doch bleibst du allein. Jetzt weiß ich es genau. Ich hasse dich und mit dir hasse ich mich. Ich habe zu wenig auf mir bestanden. Lass uns aufhören und zu Bett gehen. Waren Sie jünger als ich? Nein, älter. Wie viel waren es? 2. Aber ich habe sie vergessen. In Erinnerung behalten habe ich lediglich die Stunden, in denen ich zu mir kam. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Falten in ihren Gesichtern zählte. Vergeblich nach Geschichten suchte, die mich hätten berühren können. Ich ging für immer, als sie begann, frivole Reden zu führen. Und zwar auf eine Weise, die für ihr Alter einfach peinlich war. Ich finde dich zum Kotzen. Ich finde dich richtig gehen zum Kotzen. Ich frage mich, ob du auch so unglaublich dämlich über mich gequatscht hast, du. Du bist ein Haufen Dreck!
Karl, Sie sind ein kluger Mann. Was ist Glück? Das alles. Sie beide, Ihr Söhnchen, der Tag, mein Baum, unser Zusammensein. Es ist unergiebig, einen alten Mann nach Glück zu fragen. Er wird Ihnen sagen, Glück ist schon, noch am Leben zu sein. Das gilt aber nur für ihn. Ich glaube, mit dem Glück verhält es sich wie mit den verdammten Ostereiern. Anstatt sie sich gleich zu überreichen und zu futtern, reißt man sich die Beine aus, strengt seinen Kopf an, um die Biester sonst wo zu verstecken. Ich wusste nie, ob da nicht ein schöner Klumpen Bosheit dahinter steckt. Es scheint doch ratsam, jemanden zu haben, der ihm beim Besuchen sagt, kalt, warm, wärmer, heiß. So ungefähr. Das setzt natürlich voraus, dieser jemand hat ein Interesse daran, dass die Dinge auch gefunden werden. Sie sehen, ich kann Ihnen auch nicht sehr nützlich sein. Aber trösten Sie sich. Ratlose Menschen waren mit Zeit meines Lebens die sympathischsten. Was sind Sie von Beruf gewesen? Physiker. Aber fragen Sie nicht weiter. Es gab da manche Berufe. Das führt alles zu weit. Jetzt bin ich auf dem Weg zurück. Ich vergesse und versuche, mir die Naivität meiner Kindheit zurückzuerobern. Meine Hinterlassenschaft soll sein, die Erinnerung an einen freundlichen Greis. Mit seiner Liebe zu Kindern bittet er sie nachträglich um Verzeihung für seine Irrtümer. Ich befasse mich nur noch mit gelösten Problemen und entwickle aus ihnen die dazugehörigen Fragen. Die meisten Fragen werden überflüssig. Aber manche erschrecken mich mehr als die Lösungen. Oder liegt es an den Lösungen? Der Mechanismus von groß und klein, von Nutzen und Schaden.
was war mit Harry? Nichts. Geh bitte. Ich hab gesagt, du sollst gehen. Wir haben uns geschlagen. Warum? Er ekelt mir jede Frau raus. Seine Mutter hat ihn sitzen lassen, sie haben sich aus dem Staub gemacht. Übrig blieb ich. Und an mich hängt er sich. Sie können mir nicht ernsthaft den schwarzen Peter zuschieben. Nein. Kann ich das nicht? Entsinnen Sie sich? Fällt Ihnen nichts auf? Sie ließen sich von seiner Größe und Stärke irreführen. Sein Anlehnungsbedürfnis haben Sie übersehen, er war nämlich noch ein Kind. Aber Sie sahen nur Ihre Aufgabe. Seine Bärenkräfte in die rechten Bahnen zu lenken, in die Nutzbringenden für die Gesellschaft. Sie waren nur ein bisschen zu ungeduldig, anstelle der Mutter der behördliche Bestimmer, der ihn zum Erwachsenen stempelt, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Zähne zusammenbeißen, sich einordnen, keine Zeit für Gefühlsduseleien, Überzeugungsarbeit, Appelle an Vernunft und Disziplin, ganz schnell ein richtiger Mann werden. Er wurde einer. Und was für einer. Er prügelte sich, weil er nicht heulen durfte. Hier sehen Sie das Resultat. Eines Tages schlagen wir uns noch tot. Nicht, weil wir uns hassen. Wir hassen uns nicht. Wir reagieren uns nur ab. So verrückt ist das. Bleibt nur die Frage, wer von uns beiden wird Kain und wer wird Abel. Was soll ich tun? Gehen. Sie verwechseln mich. Wissen Sie, dass Sie mich verwechseln? Sie verwechseln mich! Das nicht.
Hast du geparkt? Ja, ich möchte fahren. Es ist besser für uns alle. Ist dir nicht gut? Nein, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin, in meinem Bett liegen kann. Ich weiß nicht, was es ist. Mir tut alles weh. Was haben Alf und Vera gesagt? Ich war nicht da. Wo warst du denn? Ich. Ist auch egal. Laufen. Ich bin gelaufen. Hast du dich verletzt? Ich habe mich an einem Strauch gerissen. Na, dann werde ich mal. Kannst du mir die Schlüssel und die Papiere geben? Warum willst du denn fahren, wenn dir nicht gut ist? Morgen geht es mir vielleicht noch schlechter. Ich muss es eben schaffen. So kalt. Ist kalt hier? Nee. Und du hast ja auch einen Mantel an. Hast du Fieber? Woher soll ich das wissen? Vielleicht. Wir haben ja nicht mal ein Thermometer im Hause. Ich werde Karl bitten, mir eins zu bohren. Du fasst dich nicht gut an. Ich halte es auch nicht mehr aus. Diese Streitereien. Ich bin restlos zerschlagen. Jeder braucht jetzt seine Ruhe. Mein Gott, ist mir mies. Ich lass dich in dem Zustand aber nicht fahren, bitte. Aber was soll das noch? Mir ist so kalt, es ist kalt hier. Du bleibst und nimmst ein heißes Bad. Und dann bringe ich dich zu Bett und brau dir einen Grog, so wie du ihn gern magst. Mit viel Rum und wenig Wasser, hm? Vielleicht hast du dich bei dem Regen erkältet. Sicher hat's auf dem Wagen gezogen. Komm, sei lieb. Ach, lass mich doch fahren. Sei vernünftig. Ich habe alles schon im Koffer. Den packe ich wieder aus, während du im Bad bist. Ich will nicht baden. Dann komm so. Wenn du ausgetrunken hast, wirst du schlafen. Ich werde mich zu dir setzen und ein Buch lesen. Du brauchst auch deinen Schlaf. Ich bin nicht müde, wirklich nicht. Es macht mir nichts aus. Ein kleiner Kratzer. Trink aus, ich schau noch mal zu Niki. Erschreck dich nicht. Aber er wollte es so. Ist es schön? Das haben wir den ganzen Abend gemacht. Ich und Vati und du warst nicht da. Jetzt bin ich ja da. Hm? Du riechst ja so komisch.
Bist du da? Ja. Sind wir klüger geworden? Ich weiß es nicht. Vielleicht anders? Legst du dich doch hin? Ja. Schade. Es war eben wie früher, als ich Kind war. Meine Mutter saß dann immer da. Ach ja? Du bist kein Kind mehr. Und du bist doch nicht so krank, Schatz. Oder soll ich den Doktor holen? Na siehst du. Windig draußen. Ich frage mich, was Erwachsensein eigentlich heißt. Weißt du das? Ich glaube, man meint damit nur die Jahre. Einfach die Zeit. Auch wenn sie allein noch nichts besagt. Stell auch die Betten wieder zusammen. Morgen. Es lohnt sich, früh aufzustehen. Binde den Schal um, bitte. Mir ist aber warm. Es spielt keine Rolle, Robert. Du warst krank. Ja, aber jetzt bin ich wieder in Ordnung. Ich bestehe darauf, dass du den Schal umbindest. Weißt du, was das ist? Du bist anfällig, Robert. Nein, das meine ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Bei Ausgrabung in Pompeji stieß man auf Familien, die noch um den Tisch herum saßen. Alle hatten sie das Maul auf. Mitten im Reden, im endlosen Quatschen hat es sie erwischt. Sie haben noch nicht mal gemerkt, welche Gefahr von draußen auf sie zukam, weil sie am Quatschen waren. Das glaube ich nicht. Die kriegten keine Luft, die sind erstickt. Oder?